Hallo, mein Name ist Peter Vogel. Ich würde euch gerne heute die Datenbank Rosetta Stone vorstellen. Rosetta Stone ist eine Datenbank, wo ihr mehrere Sprachen lernen könnt. Mehr dazu würde ich euch gerne jetzt zeigen. Zu den Datenbanken kommt ihr wie immer über unsere Homepage. Das ist stadtbibliotheken-neuss.de. Und wenn ihr dann weiter nach unten scrollt, seht ihr einen Button Datenbanken. Den klickt ihr an. Dann tut sich eine Liste von Datenbanken an, wo wir Lizenzen besitzen. Und am Ende dieser ganzen Liste ist auch die Datenbank Rosetta Stone. Die wählt ihr an. Ihr meldet euch wieder mit eurer Ausweisnummer an. Und mit eurem Passwort. Und klickt dann auf Anmelden. So, das ist die Eingangsseite von Rosetta Stone. Zu der Datenbank kommt ihr, wenn ihr auf diesen Link Rosetta Stone Library Solution klickt. Um Rosetta Stone zu nutzen, müsst ihr euch anmelden. Das könnt ihr mit eurer E-Mail-Adresse und einem frei gewählten Passwort. Ihr könnt den Administrationsbereich ändern, zum Beispiel in Deutsch, wenn ihr das lieber mögt. Ich habe bereits schon einen Account vorbereitet, mit meinem Namen. Mit meinem Kennwort. Und hier habt ihr dann die Möglichkeit, die Sprache zu wählen, die ihr gerne lernen möchtet. Wir versuchen es einmal mit Italienisch. Und dann klickt ihr auf Anmelden. Und das ist die Eingangsseite von Rosetta Stone, nachdem ihr euch angemeldet habt. Ihr dürft die Anmeldeseite, die wir eben gesehen haben, nicht mit eurem Account verwechseln, den ihr bei der Stadtbibliothek habt. Das hat nichts mit eurer Lesenummer und dem Passwort zu tun, womit ihr Dienste der Stadtbibliothek nutzen könnt. Ihr klickt auf Rosetta Stone Foundation starten. Dann dauert das einen Augenblick. Und das ist im Prinzip die Startseite, wenn ihr ganz frisch und ganz neu eine Sprache erlernen wollt. Aufgegliedert ist die Einführung in vier Lektionen. Beginnt immer mit der Hauptlektion. Hier wird auch immer angezeigt, wie lange die verschiedenen Lektionen dauern. Wir können uns ja mal eine anschauen. Klicken dadurch mal auf Weiter. Nein mit dem Ergebnis zurücksetzen. Dann prüft er, ob ihr Laptop oder PC auch ein Mikrofon habt. Wir klicken aber hier jetzt einmal auf Abbrechen. Das wollte ich jetzt nicht zeigen. Und klicken nochmal auf Start. Weiter. Wir machen mal ohne Sprachfunktion fortfahren. Und klicken dann auf Buongiorno. Und das Ziel ist es jetzt einfach, dieses Bild zu identifizieren. Ich glaube, das wäre dann Una Bambina, das wäre dann dieses hier. Und dann zeigt er mit einem grünen Haken auch an,
ob ihr erfolgreich wart oder nicht. Una Bambino, das wäre dann hier. Dann wart ihr hier ebenfalls erfolgreich. Und dann kommt die nächste Seite mit der nächsten Lektion. Probiert es ruhig einmal aus. Ich möchte euch jetzt eben nochmal andere Funktionen zeigen. Dafür gehen wir nochmal auf Lernen. Dann seid ihr wieder in dem Hauptmenü. Ihr könnt aber, wenn ihr zum Beispiel schon ein bisschen Italienisch könnt und ihr wollt einfach nur ein paar Sachen auffrischen, auf das Menü gehen. In dem Menü kann man alle Kategorien sehen, die dieses Sprachtool anbietet. Insgesamt sind es 20 Lektionen. Wir waren eben bei dieser Lektion Einführung. Wenn Sie sagen können, okay, ich kenne schon viel, aber ich möchte nur zum Beispiel Alltag haben, reicht es ja, wenn ihr direkt in den Alltag einsteigt. Wir können es uns mal eben kurz anschauen. Hier habt ihr die Möglichkeit, Lesen und Schreiben als Schwerpunkt oder erweitert, optimiert mit zusätzlichen Übungen etc. Wir nehmen jetzt mal Lesen und Schreiben als Schwerpunkt. Änderung übernehmen. Und dann habt ihr wieder jeweils vier Lektionen, angefangen von der Hauptlektion, Vokabular und Grammatik. Und so geht es weiter. Es gibt aber auch noch erweiterte Lerninhalte hier oben. Und da gibt es Sprachführer. Wenn ihr das anwählt, habt ihr Sprachführer, die bestimmte Situationen beschreiben mit bestimmten Ausdrücken und Floskeln. Zum Beispiel Gesundheit und Sicherheit gibt es zum Beispiel 35 Ausdrücke. Das ist ganz praktisch, wenn ihr tatsächlich nach Vokabular sucht für eine bestimmte Situation. Dann ist das hier ganz nützlich. Wir gehen noch mal zurück und gehen nochmal auf die erweiterten Lerninhalte und wir gehen auf Audio Companion. Bei Audio Companion habt ihr die Möglichkeit, die ganzen Übungen als MP4-Dateien zu speichern. Das heißt, es ist nicht nötig, dass ihr im Internet seid, sondern könnt ihr euch zum Beispiel die Dateien auf einen Stick ziehen und im Auto hören, wie immer ihr es wollt. Wir gehen noch einmal zurück und ganz auf Rosetta Stone. So, was ihr eben gesehen habt, ist einfach eine ganz kurze Einführung in die Datenbank Rosetta Stone. Sie lebt davon einfach, dass ihr die Sachen auch ausprobiert. Rosetta Stone bietet ebenfalls die Möglichkeit, über eine App sie zu nutzen. Wie auch bei der Datenbank Pressreader ist es aber tatsächlich so, dass ihr zuerst, auch wenn ihr mit dem Tablet oder mit dem Smartphone arbeiten möchtet, über die Browserfunktion auf unserer Homepage, dann auf die Datenbanken und dann auf Rosetta Stone geht, um euch anzumelden, dann die Anmeldung tatsächlich bei Rosetta Stone durchführt und dann erst startet tatsächlich die App, die ihr runterladen könnt, auf dem Tablet oder auf dem Smartphone. Wenn wir noch einmal das Ganze schließen und auf die Seite unserer Homepage gehen, seht ihr hier auch noch eine Anleitung auf Deutsch, ebenfalls eine Anleitung auf Englisch als PDF-Dokument, wo noch einmal beschrieben wird, wie die Anmeldung erfolgen soll. So, ich hoffe, ich habe euer Interesse bei Rosetta Stone geweckt und wenn ihr Probleme damit habt oder ihr möchtet uns ein Feedback geben, schreibt uns ruhig eine E-Mail und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei der Erlernung einer Sprache. Vielen Dank.